betonen, was wurde denn seit 2008 gemacht, als Merkel und Steinbrück ganz tief in den Abgrund geschaut haben und in schneller Kürze 500 Milliarden zur Rettung der Banken mobilisiert wurden. Da haben sie gesagt, sowas darf nicht wieder passieren. Seither ist gar nichts passiert. Keine Schattenbank ans Licht geholt, keine Steueroase geschlossen, kein Hedgefonds verboten. Sie können weitermachen, wie sie wollen. Und deswegen hat die Linke ein klares Programm, dass wir sagen, wir wollen nicht, dass sie so weitermachen. Wir wollen die Banken regulieren, wir wollen sie vergesellschaften und wir wollen sie auf den Kern reduzieren, zu dem sie da sind, nämlich den Zahlungsverkehr für die Menschen zu organisieren und die örtliche und regionale Wirtschaft zu unterstützen. Das ist das Programm der Linken und nicht, dass Zuckerbanken die Menschen aussaugen. Und liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich einen weiteren Punkt sagen. Der Euro ist im Kern eine Fehlkonstruktion. Es kann niemals so funktionieren, dass wir eine einheitliche Währung haben bei völlig unterschiedlicher Wirtschaftskraft in Europa, unterschiedlichen Produktivitätsstandards, unterschiedlichen Sozialsystemen und vielem anderen mehr. Wenn wir dort eine einheitliche Währung haben, dann können Länder, die schwächer sind, bei fehlender eigenen Währung nicht mehr abwerben und ihre Wirtschaft schützen. Das haben wir im Übrigen bei der Vereinigung im Osten ganz deutlich erlebt. Da ist ja nichts anderes passiert. Es ist eine einheitliche Währung bei völlig unterschiedlichen Wirtschaftsverhältnissen übergestülpt worden und die Folge war, dass der Osten komplett deindustrialisiert wurde, weil er von einem Tag auf den anderen praktisch der direkten Konkurrenz von Produktivität, von Wirtschaftskraft, von Lohnkosten ausgesetzt wurde. Was anderes passiert jetzt in Europa nicht. Und Deutschland ist durchaus ein Mitverursacher dieser Krise, indem wir ein Wirtschaftskonzept haben, durchgesetzt durch eine große Koalition der anderen Parteien oder unterstützt, das ausschließlich auf Einschränkung der Binnenmärkte und auf Erzielung großer Exportüberschüsse zielt. Und es muss uns doch aber klar sein, wenn wir permanent Überschüsse in Deutschland erzielen, dann sind das die Defizite der anderen. Und wenn ich dir ständig mehr Waren verkaufe, wie du mir, was passiert dann? Dann kannst du irgendwann vermutlich meine Waren nicht mehr bezahlen. Und dann kannst du zwei Sachen machen. Du kannst entweder Schulden aufnehmen, dass du meine Waren bezahlen kannst. Und das wurde ja auch passiert. Und insofern führen diese dauerhaften Überschüsse auch immer zu mehr Schulden bei den anderen. Oder du musst auch deine Löhne abbauen, du musst deine Sozialsysteme kürzen, damit du überhaupt noch in irgendeiner Form konkurrenzfähig bist. Und dann haben wir einen Wettlauf in ganz Europa, wie ein Schneeballsystem, um die billigsten Löhne, um die billigsten Steuern, um die billigsten Sozialsysteme. Ich sage immer, ein Stück weit ist das wie im Kino. Wenn wir uns vorstellen, wir wären hier im Kino und die Vorderen stehen auf, um besser sehen zu können, was passiert dann? Die da hinten sind, mit dahinter stehen, sehen nichts mehr. Was machen die, die dahinter stehen? Da sitzen, die stehen auch auf, um besser sehen zu können. Zum Schluss stehen alle haben ihre guten Sitzplätze verloren und keiner sieht besser. Und das ist ein Modell in Europa, mit dem die Linke nichts anfangen kann. Wir haben ein solidarisches Modell. Wir wollen einen Solidarpakt haben, wir wollen die anderen nicht niederkonkurrieren, im Übrigen zu Lasten unserer eigenen Löhne und Arbeitsbedingungen, sondern wir wollen ein solidarisches Wirtschaftssystem haben, bei dem alle Menschen sitzen können und nicht ihre Sitzplätze verlieren und bei dem das Niveau für alle nach oben geschraubt wird und wir nicht am Ende ein Europa großer sozialer Not und großer sozialer Armut haben, bei gleichzeitig immer mehr Reichtum. Das ist unser Konzept und das sollten wir auch deutlich im Vordergrund stellen und den Menschen sagen, dass dieses Modell von Europa doch deutlich sympathischer ist als das von Merkel und wie sie alle heißen. Und liebe Genossinnen und Genossen, das bedeutet, dass bei uns, dass wir in Deutschland deutlich unter unseren Möglichkeiten leben. Wir haben sinkende Reallöhne gehabt über 10 Jahre.
Und wir haben eine Zersetzung quasi unserer Arbeitsverhältnisse. Und deswegen muss Deutschland dazu gebracht werden, dass hier die Löhne wieder steigen, dass hier die Bedingungen wieder besser werden, dass wir entsprechend unserer Möglichkeiten leben. Der Ökonom Flassbeck, nicht mal irgendwie ein wirklicher Linker bei uns, sondern ein Sozialdemokrat, hat gesagt und errechnet, wir müssten über lange Zeit Lohnsteigerungen von 4,5% haben, damit es überhaupt eine Chance gibt, praktisch diese Überschüsse, diese Ungleichgewichte wieder auszugleichen. Und dazu brauchen wir natürlich andere politische Bedingungen, weil damit bin ich bei dem zweiten Thema, das ich kurz anschneiden will. Merkel und andere sagen immer, Deutschland ist besonders gut durch die Krise gekommen. Und das stimmt natürlich auch für einige Leute. Es gibt durchaus Leute, die ganz gut durch die Krise gekommen sind. Banker, die wieder kräftige Bonis auszahlen, DAX-Konzerne, denen die Börsenkurse gestiegen sind. Hier und da auch ein Porsche oder ein Mercedes-Arbeiter, der eine satte Prämie gekriegt hat. Aber Millionen von Menschen geht es nicht besser. Wir kriegen gerade jeden Monat neue Gutachten, neue Studien auf den Tisch, dass 8 Millionen Menschen in Deutschland im Niedriglohnbereich arbeiten. Dass wir über 5 Millionen Menschen haben, die unter 7,50 Euro die Stunde verdienen. Und ein absoluter Skandal, dass wir 1,5 Millionen Menschen haben, die unter 5 Euro die Stunde verdienen. Und um Gottes Willen, wie will jemand mit 5 Euro die Stunde vernünftig in dieser Gesellschaft leben können? Und das sagen wir als Linke, wir vertreten das Prinzip, dass es nicht sein kann, dass jemand jeden Tag zur Arbeit geht und trotzdem arm ist. Und wir vertreten das Prinzip, dass die Löhne so sein müssen, dass die Menschen ihre Zukunft planen können. Und nicht, dass sie dass ihnen jedes unvorhergesehene Ereignis, die Reparatur einer Waschmaschine, eine Mieterhöhung, eine Energieerhöhung vor unvorstellbare Probleme stellt. Und das ist doch das Mindeste, was in einer reichen Gesellschaft möglich sein muss. Wir erleben aber auch, dass die prekären Arbeitsverhältnisse Tag für Tag zunehmen. Junge Menschen sich schon daran gewöhnen müssen, dass sie Jahre brauchen, bis sie vielleicht irgendwie durch viele Befristungen endlich mal einen unbefristeten Arbeitsplatz kriegen. Und manche machen die Erfahrung, dass sie einen unbefristeten kriegen, gar nicht. Und sie gehen von Befristung zu Befristung. Und wenn ich jungen Menschen erkläre, als ich in den 70er Jahren in den Arbeitsmarkt gekommen bin, gab es keine Befristungen, dann gucken sie mich mit großen Augen an, weil sie gar keine andere Erfahrung mehr haben. Leiharbeit, Solo-Selbstständigkeit. Wir haben über 2 Millionen Solo-Selbstständige, die deutlich unter 1600 Euro verdienen. Also selber schon an der Armutsgrenze sich bewegen. Wir haben das Problem der Werkverträge. Und das bedeutet alles nicht nur weniger Geld zu haben, sondern es bedeutet permanent in unsicheren Verhältnissen zu leben. Deswegen haben wir auch gesagt, die Linke will vor diesen unsicheren Verhältnissen einen Schutzwall aufbauen, mit Mindestlöhnen, mit Regulierung des Arbeitsmarktes. Diese Befristungen müssen wieder weg. Es darf nicht sein, dass unbegründet befristet wird und das ohne Ende. Leiharbeit, moderne Sklaverei können wir uns nicht mit abfinden. Das hat auch im Übrigen dramatische Auswirkungen auf die, die vermeintlich in festen Arbeitsverhältnissen sicher sich fühlen. Ist doch völlig klar, wenn der Leiharbeiter neben mir steht, der die gleiche Arbeit um die hälftige Lohn macht, dann hat es eine Auswirkung auf seinen Kollegen und auf seine Kollegin. Weil die muss ständig Angst haben, dass der Leiharbeiter ihr zukünftiges Schicksal ist und das Lohnniveau runtergebrochen wird. Und deswegen müssen wir auch als Linke eine Linie herstellen von der prekären Arbeit zu den Beschäftigten, dass auch die, die beschäftigt sind, in sogenannten Normalarbeitsverhältnissen kein Interesse bestehen kann, wenn um sie herum immer alles mehr zerbröckelt. Und der Rico hat es angesprochen mit der Menschlichkeit und mit der Gemeinsamkeit. Ich glaube, die Menschen wollen das nicht, dass die sozialen Zusammenhänge immer mehr auseinanderbrechen und praktisch jeder gegen jeden in Stellung gebracht wird. Und ich glaube, da hat die Linke ein wichtiges Thema aufgegriffen, genauso
wie das Thema öffentliche Daseinsvorsorge, das glaube ich im Osten besonders gut aufgenommen wurde, weil es auch eine Verbindung zur Kommunalpolitik gibt. Wir wollen eine gute öffentliche Daseinsvorsorge, Bildung, Erziehung, öffentlicher Personen, Nahverkehr. Die ökosoziale Wende, wird sicher die Katja noch ein bisschen was dazu sagen, und vieles andere mehr. Das erfordert natürlich auch, dass die Kommunen ordentlich finanziell ausgestattet werden. Und die Erfahrung bei unserer Tour, bei den Kommunalpolitikern, dass alle gesagt haben, wenn mal die Fördertöpfe weniger werden, dann bricht hier das Gemeinwesen in vielen Bereichen zusammen. Und es kann nicht sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, die nach dem Prinzip geht, Anhäufung von privatem Reichtum in wenigen Händen bei gleichzeitiger öffentlicher Armut. Und das Prinzip der Linke, dass die Lebensqualität der Menschen, dort wo sie wohnen, dort wo ihr Lebensmittelpunkt ist, dass der sehr viel vom öffentlichen Reichtum abhängt. Weil die, die sich das selber nicht leisten können, brauchen dringend gute Kindergärten, gute Schulen, sie brauchen einen öffentlichen Personennahverkehr, eine Altenpflege und viele andere Sachen. Und deswegen sind wir eine Partei, die öffentliche Daseinsvorsorge hochhält. Und ich glaube auch, dass wir im Wahlkampf bewusst machen müssen, insbesondere den öffentlichen Dienstbeschäftigten, dass es keine Partei gibt, die so das Interesse des Öffentlichen und damit auch der öffentlichen Dienstbeschäftigten in den Vordergrund stellt, wie die Linke. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit diesen Themen wieder nahe bei den Menschen sind und dass wir in den letzten 3 Monaten tatsächlich wieder in der Lage waren, Themen zu besetzen. Weil die Menschen, unsere Wähler, müssen wissen, wir sind für sie da, wir sind nicht für uns selber da. Eine Partei, die sich selber zerlegt, wird keinen Erfolg haben. Sondern die Wähler sagen, insbesondere die sozial Schwächeren, auch die Gewerkschafter, wenn die sich selber nur zerstreiten, wie wollen sie denn dann unsere Interessen vertreten? Deswegen lasst uns dort ganz konstruktiv streiten, was wichtig ist, aber lasst uns die Interessen der Menschen vertreten und dann bin ich überzeugt, wird die Linke ganz erfolgreich in das Bundeswahljahr starten und ich bin überzeugt, wir werden eine erfolgreiche Wahl in Leipzig haben, wir werden eine erfolgreiche Wahl in Niedersachsen haben. Und wenn wir das hinkriegen, ist mir um die Bundestagswahl auch nicht bange. Ich hoffe, dass wir dazu beigetragen haben, dass alle motiviert sind, dass die Linke ein Faktor ist, mit dem wieder stärker zu rechnen ist. Danke für eure Aufmerksamkeit.